Und da sind wir wieder mit eurem Lieblingsreisemagazin. Tolle Geschichten habe ich euch mitgebracht. Aida Aura ist von der Weltreise zurück und wir haben sehr emotionale Bilder. Und dann NFL Super Bowl. Live bei uns an Bord haben wir ordentlich gefeiert. Viel Spaß. Nach 4 Monaten Weltreise hat Aida Aura letzte Woche im Hafen von Hamburg festgemacht und wir waren für euch dabei. Großartige Bilder, großartige emotionale Momente und das Tollste und auch als Kompliment sozusagen für unsere ganze Crew war, dass alle gesagt haben, sie würden es sofort wieder machen. Guck selbst. Every road is long that we travel on and we don't know where they might lead. But we keep the faith and we live each day till we finally find our way. War wirklich toll. Und jetzt Tschüss zu sagen, also das fällt mir schon total schwer. Ist das so was Spezielles, einfach mit den Leuten zusammenzuwachsen oder auch mit der Crew? Naja, wir hatten ja eine ganz besondere Fahrt und einen ganz besonderen Anfang, was diese Kreuzfahrt anbetrifft. Und ich glaube, das hat ganz viele Leute auch echt zusammengeschweißt, weil ja, die sich wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben, uns das wirklich so richtig schön zu machen. Das ist ja einfach der helle Wahnsinn, was wir an diesen ganzen Zielen auch erlebt haben. Ich freue mich natürlich jetzt auf meine Familie und auf meine Freunde, aber ja, das ist wirklich mit einem lachenden und weinenden Auge dann wirklich gehen. Die Crew hat sich so viel Mühe gegeben und das war ja. So komisch. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Zeit, die wir mit euch verleben durften. So was Tolles. Wir waren alle per Du und ja, und wir haben uns alle umarmt nachher. Und war schöner als erwartet. Och, ja. Und schade. Hätte der Captain gesagt, nochmal von vorne, wir hätten es nochmal von vorne gemacht. Man hat einen näheren Kontakt, als wenn man so eine 10-Tage- oder 14-Tage Reise hat. Und ja, die Gäste sehen uns auch ganz anders, als sie uns sehen, wenn wir eine 10-Tages-Reise machen. Just a traveler who's searching, dreaming of home. Wir haben ja gestern noch so das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen im Theater. Und da habe ich halt auch gesagt, so, wir erinnern uns noch zurück, ist zwar schon viele Tage her, aber auslaufen aus Hamburg mit Feuerwerk und alle waren gleich wieder so, ja, das war auch spitze. Und hier ein- und auszufahren und 4 Monate dazwischen zu haben mit unvergesslichen und atemberaubenden Eindrücken, das ist schon toll. Wo es nur am schönsten war, ich habe das jeden Tag immer wieder geschrieben, überall schön, einfach überall. Die Städte, Kapstadt, Sydney, Rio de Janeiro. Aber Chile hat uns überrascht, hätte ich nie so gedacht, Chile, ja. Argentinien. Uruguay. Also. Uns hat aber auch Ushuaia gut gefallen, da unten so am Ende der Welt, diese Naturparks. Die Osterinsel war ein absolutes Highlight, also wirklich ganz, ganz toll. Ah, Robinson Crusoe war auch der, die haben gar nicht mit uns gerechnet, weil da kommt 2x im Jahr ein Schiff und ja, also toll. Südseeinseln, Bora Bora, war die Milch aus Tahiti. Und dann haben die, das war nicht die Nationalhymne von Vanuatu, sondern irgendein Nationallied, wo sie die Schönheit und die Dankbarkeit für diesen Fleck, an dem sie leben, besungen haben. Also da sind mir echt die Tränen gekommen. Das Schönste war Sydney, durch die Brücke zu fahren, durch Kleiderbügel. Sydney, das war unser Wunsch. Und das Bett mitzuhaben. Abend ins Bett zu gehen, dort ohne in den Flieger zu steigen. Und das war wunderschön. Auch das Schöne auf dieser Reise, nicht? Du konntest, wenn du dann so bestimmte Destinationen hattest, du konntest auch mal von Bord gehen, konntest die Zeit so ein bisschen länger genießen und bist dann quasi im nächsten oder übernächsten Hafen wieder aufgestiegen. Das war echt schön. Was ich ganz spannend fand, ich hatte halt Gäste, die mir gesagt haben, die hatten extra einen Sprachkurs mit und 10 Bücher und sie wollten halt irgendwie ganz viel machen an den Seetagen und sie hat mir dann jetzt am Ende der Weltreise erzählt, Annette, ich bin zu nichts gekommen. Wo sind die hin, die ganzen Seetage? Wir hatten manchmal 6 Seetage hintereinander. Mehr Erholung kann man nicht haben, ne? Weil man dann auch mal diese ganzen Eindrücke ein bisschen sacken lassen kann. So, braucht man. Im Sonnenaufgang oben in dieser tollen neuen Lounge da an der Anytime Bar, da morgens ganz früh den Kaffee da zu genießen, da waren ja immer nur so ein ganz paar Leute. Ja, also da hast du deine Ruhezone, aber genauso dann irgendwie die Partys im Theater, als der Wayne da war, wo das Schiff fast auseinandergekracht wäre, weil alles hier am Rumtoben war, also das war schon echt der Hammer. Die
die Städte oder die Orte waren schön, aber das Programm und die Lektoren, die auch so ein bisschen was über Land und Leute immer erzählt haben, das war sehr toll. Ich will zurück zu dir. Ich will diese vielen Kontinente jetzt so in so kurzer Zeit in ihrer Unterschiedlichkeit zu erleben, ob das mit den Menschen ist, ob das die Landschaften waren. Also das kannst du, glaube ich, nur auf diese Art und Weise machen. Und auch Kapstadt ist ja auch was, wo ich, also Südafrika ist so auch so eines meiner Herzensländer. Bis auf Löwen haben wir eigentlich alle Tiere, Zebras ganz in der Nähe, Riesen, Giraffen, vielleicht 5 Meter vom Auto entfernt, Nashörner. Und alles Mögliche. Doch fand ich das ganz toll. Dann auch mal die Dankbarkeit auch so auszudrücken gegenüber denen, denen es nicht so gut geht. Das ist ja eine ganz tolle Aktion. Und wenn man sagt, man macht das über diese SOS-Kinderdörfer, weiß man auch, es ist eine Organisation, wo es wirklich bei denen ankommt, für die es gedacht ist. Und dass sich auch wirklich vernünftig gekümmert hat. Also das fand ich richtig, richtig klasse. Ich will zurück zu dir. Vielen, vielen Dank an die Crew, besonders an alle. An alle, ja. Das wird nicht unsere letzte Weltreise gewesen sein. Ja, wenn man sich das zeitmäßig leisten kann. Also ist es jeden Euro wert, kann man nur sagen. War die beste Entscheidung unseres Lebens. Also wenn man den Wunsch hat und wenn man sich das erlauben kann, unbedingt. Also nicht warten auf irgendwann. Es ist aller Aufwand wert gewesen, das zu tun, um sich diese Reise zu erfüllen. Definitiv. Und auch nochmal von uns allen vielen, vielen Dank allen Kollegen an Bord. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Ihr habt die Gäste richtig glücklich gemacht. Toll. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. NFL Super Bowl. Eine Riesenparty an Bord. Leider war das Spiel ein bisschen mau, aber alle haben richtig Spaß gehabt. Guck mal. 3. Februar 2019. Heute ist der Super Bowl 53. Wir sind hier auf Ada Luna in der Karibik. Es ist genau 17.30 Uhr und jetzt ist Kickoff. Viel Spaß mit dem Super Bowl! Wir gucken den Super Bowl 53! Egal, ob ihr feiern wollt, ob ihr eure Ruhe haben wollt, ob ihr weit weg wollt oder nicht so weit weg, bei uns seid ihr immer richtig. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Gran Canaria. Noch ein Halt auf Madeira und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Passend zu den großartigen Destinationen, jetzt die schönsten Bilder von unserem Schiff mit der schönsten Musik unter dem Titel Wir gehen mit euch, wohin ihr wollt. So ähnlich zumindest. Viel Spaß! Ich will dir, wohin du gehst. Willkommen, liebe Gäste, hier in unserem wunderschönen Theatrium auf Villabella. Sie kennen den Song, machen Sie mit! Ich bin hier, wohin du willst.
Klar.